Die erste Tagesschau Ruf freut mich, dass Sie heute dabei sind. FIFA-Skandal mit laufend neuen Entwicklungen und auch Änderungen und Rücktritt. Heute der DFB-Präsident Wolfgang Niersbach. Die Frage ist, wie sich das Ganze noch weiterentwickelt. Bei mir zwei Experten im Studio. Der Guido Tognoni, zweimal in der FIFA war er, einmal Marketingchef, einmal Pressesprecher. Und der Roland Büchel. Er war tätig in der Marketingabteilung und heute ist er SVP-Nationalrat. Für dich vielleicht die Frage zuerst. Du bist ja zweimal rausgefallen. Du hast fast acht Jahre Abfindung bekommen vom Sepp Blatter. Trotzdem, du bist einer der virulentesten Kritiker von der FIFA. Hast du es immer noch, was soll ich sagen, die Enttäuschung über den Sepp Blatter oder hast du echte Bedenken? Oder hast du das Gefühl, dass in der FIFA wirklich etwas falsch läuft? Ja, also wenn nicht etwas falsch laufen würde in der FIFA, würden wir jetzt nicht eine Sendung machen darüber, oder? Aber also, deine Motivation, dass du so auftrittst, weltweit auf allen Kanälen als Kritiker? Als Analyst, nicht als Kritiker. Ja. Ich bin ja nachdem du acht Jahre lang eigentlich den Lohn für nichts arbeiten bekommen hast. Soll ich mich noch strafen für das? Oder? Ich weiß nicht. Nein, ich frage einfach Motivation. Ja, ja. Einfach damit man es klarstellt am Anfang. Motivation ist eigentlich, wenn mich jemand fragt, wie es war, dann sage ich, wie es war. Und es sind sehr viele Journalisten, es ist ein unglaublicher Informationsbedarf rund um die Welt. Und das ist passiert von dem Moment weg, wo Katar die Weltmeisterschaft bekommen hat und die Leute gemerkt haben, dass ich mal in Katar gelebt habe. Genau. Da bin ich plötzlich Experte gewesen. Und der Fittiche von Bin Hammann, der ja dort weltweit gesperrt wurde, ist kurz darauf ab wegen Korruption. Aber ohne, das können wir nicht. Ohne, dass er etwas sagen vor der Ethikkommission. Herr Büchel, Sie sind dort in der Marketingabteilung. Sie haben Sie dort schon etwas gemerkt, dass etwas schief gelaufen ist? Und haben Sie das intern dort gesagt? Das Problem war, ich bin im 2001 habe ich bei der ISL gearbeitet. Das war die Marketingagentur vom IOC, von der FIFA und von der UEFA. Ich war zuständig für alle kleinen Turniere. Dort hat man wenig gesehen. Gesehen hat man es. Also man hat gesehen eine gewisse Arroganz. Also Jack Warner waren Sie im Trinidad, der ja einer der grössten Gangster ist. Oder? Wir haben einen richtigen Recht miteinander. Ja. Er hat auch gesagt, die Fernsehrechte in der Karibik gehören ihm für das Naturgesetz, für einen Dollar. Also eine unglaubliche Person. Und da haben Sie nicht gemerkt, das ist irgendwie Korruption? Man hat gemerkt, dass Sachen nicht gut laufen, dass Sachen zu teuer laufen. Aber Korruption, wie man es nachher kennt, hat 7 Jahre später, wo die ISL Konkurs gegangen ist, 142 Millionen geschmiert, ein Sportfunktionär. Nicht nur FIFA. Das hat man natürlich erst später gemerkt. Naja, also man hätte es früher merken können. Es ist nicht erst 7 Jahre später. Aber gehen wir auf die Aktualität. Nicht in meiner Position. Was? Nicht in meiner Position. Ah, Ihre Position. Ja, man hat schon mehr. Also, es war ein schwieriges Jahr für den Sepp Blatter. Also ein aufregendes Jahr. Zuerst Präsident zum 5. Mal, dann Rücktritt, dann Suspension von seiner eigenen Ethikkommission. Kurz darauf aber seine ersten Interviews und Folgendes hat er gesagt. Jetzt ist es so, dass irgendetwas von mir gefallen ist, weil ich bin jetzt frei. Ich bin jetzt nicht mehr Arbeiter, also und ich habe jetzt Zeit, ein bisschen in mich zu gehen. Und das gibt mir die Gelegenheit, andere Tätigkeiten zu machen und mich vorbereiten auf die Zeit nach der FIFA. Wegen der Ethikkommission, das ist natürlich ein schwerer Schlag. Das ist ein richtiger Schlag. Ein Schock für das Überblick. Ein Schock. Das ist ein Schock gewesen. Also zwei Interviews am gleichen Tag. Einmal Erleichterung, andererseits Schock. Also beides kann nicht stimmen. Was ist es? Was meinst du? Was stimmt denn da? Ja, Schock ist das natürlich. Es ist für den Sepp Blatter eine schlimme Phase. Ich meine, er wird vom Hof gejagt. Der König Sepp wird vom Hof gejagt. Ganz ein tiefer Fall. Und wer ihn kennt, weiß, dass ihn das sehr, sehr, sehr schmerzt. Was meinst du? Es ist immer in der Ethikkommission, die er selber eingesetzt hat. Also das Gefühl hat er immer, alle müssen ihm gegenüber loyal sein. Und jetzt setzen die ihn ab oder mindestens suspendieren. Das ist das Problem von der Ethikkommission. Eingesetzt von den Leuten, die man bestraft werden. Das ist ja schon ein Witz in sich. Ja, logisch tut es ihm weh. Aber es ist nicht die Ethikkommission. Entweder sind Sponsoren, Politik, Bundesanwaltschaft, FBI, die sind jetzt dahinter gegangen. Das ist natürlich der Grund, nicht das Ethikkommission, die zahlloser Tiger ist. Nein, Roland, jetzt muss ich eingreifen. Nein. Wenn ich darf. Die Ethikkommission schreibt Sportgeschichte. Ein ehemals unbekannter Zürcher Staatsanwalt schreibt Sportgeschichte und tut die höchsten Funktionäre aus dem Amt jagen. Ich meine, das ist schon. Die Kommission haben am Anfang auch belächelt, aber irgendwie hat jetzt ein Gleis gefunden und die schreibt Sportgeschichte. Das hat der Sepp, der ihn eingesetzt hat, auch, oder also seine Ethikkommission hat er ja eingesetzt, dass die ihn jetzt so behandelt, wie ist das für ihn? Das muss tragisch sein. Auch das ist tragisch. Das hat er auch nie erwartet. Er hat es ja auch nicht gerne eingesetzt. Das muss man sagen. Er hat ja immer alle Kommissionen eingesetzt, wenn es nicht mehr anders gegangen ist. Aber das ist jetzt ausgerechnet. Er hat ja eben sehr lange von Ethik geredet. Er hat sich nicht immer so verhalten, aber er hat davon geredet. Und dass jetzt die unbekannte Kommission mit Mitgliedern aus Mauretanien und ich weiß nicht woher, völlig unbekannte Leute, angeführt von einem Zürcher ehemaligen Staatsanwalt, Cornel Borbelli, dass die jetzt den ganzen
Weltsport umwandeln. Das ist schon bemerkenswert. Sepp Blatter ist ja fast nach dem Druck von der Öffentlichkeit. Genau. Sepp Blatter steht jetzt fast allein. Man hat das Gefühl, der Einzige, der noch irgendwie im Rennen ist, der Klaus-Jörg Stölker, ist ein sehr illustrer PR-Mann, seit vielen Jahren bekannt, der immer wieder sehr seltsame Sachen gesagt hat. Eben, als er suspendiert wurde, hat er gesagt, er freut sich auf 3 Wochen Ferien. Der Sepp hat am gleichen Tag einen Kurs eingeleitet, dass er nicht in die Ferien gehen will. Letzte Woche, als es geheißen hat, der Sepp sei krank, hat er gesagt, es geht ihm gut, er ist zu Hause. Laut meiner Information ist er im Spital. Wie traurig muss es an einem Sepp Blatter gehen, dass er sich auf so einen Stölker verlassen muss? Ja, man sollte nicht auf den Krankenwagen schiessen. Ich meine, soll er doch nehmen, wer er will. Der Herr Stölker hat immerhin ein unterhaltsames Element in die ganze Diskussion hineingebracht. Ja. Und er sagt das, was er offenbar den Auftrag gekriegt hat, zum Sagen. Ich glaube nicht, dass er selber alles glaubt, was er sagt. Gut. Also gut, an dieser Stelle kann ich vielleicht noch sagen, eine gute Besserung, Sepp. Wahrscheinlich siehst du jetzt die Sendung in deinem Spitalbett. Dir alles Gute. Das Jahr war ja wirklich das extreme Jahr gewesen, aber es hat eigentlich schon viel früher angefangen, wenn wir zurückschauen, wo man das Gefühl hat, jetzt könnte es langsam ins Wanken gehen, ins Jahr 2011. Was hat der gesagt am Kongress? Crisis? What is a crisis? If somebody of you would describe to me what there is a crisis, then I would answer. Football is not in a crisis. Genau, das hat er dort noch sagen. Und zwar vor allem, weil er gesagt hat, es ist ja FIFA-Familie. Und Familie, das kennt man ja, das ist vor allem braucht im organisierten Verbrechen. Es steht auch ein Buch rausgekommen, FIFA-Mafia. Und ich habe ihm da, wo er da gesessen ist, in dem Studio vor 3 Jahren, das zeigen und ihn gefragt, ob er will dagegen klagen. Das war seine Antwort gewesen. Ich meine, das sind sogenannte Investigationsjournalisten, die seit Jahren probieren, gegen FIFA und gegen den FIFA-Präsidenten aufzukommen. Ja. Wenn man das anschaut, das ist alles alte Dinge, alter Kaffee. Also es ist weder alter noch kalter Kaffee, sondern es ist dann, glaube ich, ziemlich heiß geworden, ja, oder? Falsche Einschätzung? Nein, ja, er redet von Investigationsjournalisten und Investigativjournalisten. Darunter ist da noch etwas gestanden, weiß ich gar nicht mehr, wo nicht ganz stimmt. Na, selbstverständlich hat sich jetzt in der Zwischenzeit erwiesen, dass einfach alles wahr ist, was die geschrieben haben. Hat er einfach verdrängt, alles? Ja, er hat gute PR-Leute um sich herum. Du gehst nicht dahin, wo es weh tut, wenn du Leute hast, die dir immer alles verwedelt, vertont. Und er hat irgendwie aufgehört, auf sein Bauchgefühl gelesen, wo, zu hören, wo gut ist. Das hat er vergessen. Weil er lässt sich von Juristen und PR-Beraten beraten. Das kommt nicht gut. Es ist einfach lang gut gegangen. Und das dann ist der 27. Mai gekommen, kurz vor dem FIFA-Kongress. Und die Verhaftungen, 7 Leute sind verhaftet worden, wo um die Welt gegangen ist. Und dort hat man gemerkt, es ist etwas im Tun. Und am gleichen Tag der damalige Pressesprecher, der Walter de Gregorio, hat gesagt, ein guter Tag für die FIFA. Hat gesagt, die Bösen sind weg, also die Guten sind jetzt auf sicherem Boden. Aber es ist genau anders rausgekommen. Ja, das war natürlich auch ein PR-Gag, der auch um die Welt gegangen ist. Also ich weiß nicht, was ihr... Er war in einer blöden Lage, der Walter de Gregorio. Er musste etwas verteidigen, das man nicht verteidigen kann. Das war wahrscheinlich aber das nicht so, was ihm der Sepp vorgegeben hat. Nicht einmal. Ich glaube nicht einmal. Ja, der Sepp hat früher auch so Sachen gesagt. Aber es war ein Erdbeben, das der Sport erschüttert hat. Und ein Tsunami, der halt jetzt noch die Nachwirkung geht. Und das ein Ende ist nicht abzusehen. Das ist ja das Tragische. Das tut dem Sport enorm gut. Dass das passiert, das soll es abreißen, weil dann etwas... Der Fußball ist ein Fußball ist überhaupt nicht tot. Aber die FIFA und die FIFA-Funktionäre, und ein paar schon geschaut, dass sie weg sind, etwa 7, 8 sind in den letzten paar Jahren weg, haben wir fast nicht gemerkt. Das war eigentlich eine gute Säuberung, die er gemacht hat. Es muss jetzt aber noch weitergehen. Der jetzige Präsident, Issa Hayatou, der einzige nachweislich Korrupte, und der ist jetzt Präsident. Also das ist der hat als Vize genommen. Der hat als Senior Vice President. Wissen, dass der ihm nie gefährlich werden kann, oder? Ja, klar. Und der ist jetzt aber gut. Der ist gegen ihn antreten 2002. Ich habe es zumal geschafft. Ist er gegen ihn antreten von Eva? Ich meine, er ist ein lieber Kerl, aber er hat weder Qualitäten, noch ist er sauber, noch hat er Format. Gut. Aber der Sepp hat ja alles unter Kontrolle halten. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, ganz nahe, vielleicht auch sein. Eben. Und hat alles eigentlich mit Einzelunterschrift machen, um einfach niemandem zu vertrauen. Und möglicherweise ist das einer der Gründe, wo ihm jetzt das Genick bricht. Wenn man schaut, zum Beispiel den Fall, wo sie eben gut vielleicht kennen. Sepp Blatter hat für die FIFA, dem karibischen Fußballverband CFU, mit Jack Warner die TV-Rechte für $600.000 überlassen. Warner verkaufte die Rechte via seiner eigenen Firma weiter an den TV-Sender Sportsmax für 15 bis 20 Millionen Dollar, was für Warner einen riesigen Gewinn bedeutete. Also damit hat er sich selber als Schuldiger präsentiert. Das war eine der dümmsten Aktionen von ihm. Also er hat es ja wiederholt gemacht. Das ist ja nicht das erste Mal und das einzige Mal. Aber
Jetzt ist das Dokument vorgekommen und das ist halt ungetreue Geschäftsführung. Und dort hat natürlich die Justiz auf den Plan gerufen. Der Fall ist eigentlich mein Fall, den ich sehen kann. Das ist die Mutter von dem Fall. Das war $1, der dann über die ISL-Agentur gegangen ist, wo man ein paar hunderttausend Millionen verdienen konnte. Wo aber war, nein, Naturgesetz gehört mir. Hat er mir selber gesagt, der Check, wo er mal morgen um 5 Uhr. Also wir sind schon aufgestanden. Und warum? Hat er auch noch gesagt, wieso dass das Platte gemacht hat? By Nature. Nein, jetzt by Nature. Für mich ist ein Naturgesetz. Punkt, Schluss. Ein Naturgesetz? Ja, ist ein Naturgesetz. Aber er hat immer, wie viel, die 35 oder 34 Stimmen? Das ist das. Es ist klar, sie werden mir nicht erklären. Aber das ist natürlich selbst erklären. Aber der zweite Fall ist ja neu extrem. Da gibt es nicht einmal einen Vertrag. Und zwar mit dem Platini, 2 Millionen. Ja. Gentleman's Agreement. Mhm. Ist auch nicht in den Büchern geführt worden. Also, ich glaube, jeder Kiosk in der Vorstadt hat mehr Corporate Governance als FIFA, oder? Gentleman Agreement hat zwei Worte. Agreement, ja. Gentleman. Auf beiden Seiten Gentleman gestanden sind. Das sollen die anderen Leute beurteilen. Ich kann es nicht sagen. Und dass man es nicht verbucht hat, ist. Ja, ein Gentleman's Agreement. Nein, aber für die Firma. Das ist ein Bilanzproblem. Das ist ein Bilanzproblem, wo ich finde, der Fall von Jack Warner viel schlimmer. Ja. Das ist echt ungetreue Geschäftsführung. Wenn zwei einen Handschlagvertrag haben und der halt erst nach 10 oder 12 Jahren, aus was für Gründen auch immer, erst erfüllend, finde das jetzt nicht so schlimm, aber das ist, nicht gut. Das, ist es realistisch, dass man es gemacht hat? Was sind das für Ratschläge? Der Platin war Dekoration wie der Sepp Blatter eine Weile lang. Oder nachher hat er sich emanzipiert und dann angefangen zu streiten miteinander. Aber irgendwann hat er einfach das Geld zurückgewählt, wie in einem anderen Fall auch. Irgendwann werden halt die Rechnungen noch präsentiert. Oder? Aber der Sepp Blatter hat ja gesagt, wir machen jetzt Bücher auf bei der FIFA. Das passiert jetzt nicht. Das ist ja alles oder vieles versiegelt. Ja. Und der Platini hat gesagt, man kann seine Bankdaten anschauen. Und jetzt gibt es ja nicht raus. Ja, und jetzt, wer hat jetzt Buff? Jetzt hat UBS und CS Buff. Die Aktien sind oben runtergerasselt von der UBS, was bekannt gehört, dass sie auch involviert sind in dem Fall. Ist das wegen dem? Ja, ist da passiert, oder? Möglicherweise, oder? Möglicherweise. Aber eben, da heisst das, also, Transparenz wird also verhindert. Ja, man kann ja nicht von etwas reden und es nicht machen. Man ist ja nachweislich, dass sie das probiert haben, Zeit zu gewinnen. Dass man, leider in der Politik ist völlig falsch. Die Politik muss ins Private eingreifen. Der Ruf vom Land ist dermaßen ramponiert worden, dass es nicht mehr anders gegangen ist. Und ich bin froh, dass ich gemacht und nicht irgendwelche Linken, die das Land auch noch verdammt. Also ich konnte das Land relativ gut erklären. Die Linken nicht das Land. Nein, das muss ich sagen. Das sagen Sie jetzt als SVP. Nein, aber die schauen, dass es ordentlich ist. Die sind für Transparenz. Nein, das ist auch gut, das sind so ein gewisser Teil. Sie machen nicht alles falsch. Aber in diesem Bereich, Sie sagen natürlich, die Schweiz nur reich geworden, dank am Bankgeheimnis. Ich konnte die Schweiz verteidigen, an die Direktdemokratie. Okay, also. Das ist eine andere Diskussion. Ja. Der Sepp Blatter hat jetzt auch noch in diesem Interview etwas ganz Spannendes gesagt. Muss man ganz gut anhören. Der Fußball hat so eine sozial-kulturelle Wichtigkeit bekommen. Und leider, und da bin ich schuld, hat FIFA eine wirtschaftliche Wichtigkeit bekommen. Und da, wo häufig Geld drin ist, wird immer geschaut, Vorteil hier oder Vorteil da. Also er sagt, ich bin schuld, dass so viel Geld reinkommt. Bisher hat man immer gesagt, das sei sein Erfolg, oder? Ja, man muss noch ein bisschen verstehen, was soll er jetzt noch sagen in dieser Lage. Er ist wirklich in einer hoffnungslosen Situation. Er ist der Präsident zu einer Zeit, in der FIFA explodiert ist, finanziell und in der Welt mit der Bedeutung, dank dem Fernsehen. Also im Fernsehen müssen wir danken sagen, jeden Tag. Gut. Er sieht sich natürlich als einen grossen Unternehmensführer, als CEO. Er verdient auch entsprechend viel und so weiter und so fort. Und jetzt wird die Dolchstosslegende konstruiert, auch von Herrn Stölker verbreitet. Die Amerikaner haben ein Attentat auf die FIFA geplant. Das ist ein dummes Zeug. Ja. Die Amerikaner regen sich über Korruption auf. Aber nur, dass er jetzt einfach sagt, eben Geld hier und da, wenn so viel Geld rum ist, dann passieren das so Sachen. Das ist nicht falsch. Eben, aber er sagt nur, er will den Friedensnobelpreis, das wird im Pass eben nicht mehr zusammen. Aber die Fußballwelt, die Sportwelt muss nicht besser sein als der Rest. Aufhören, das zu erzählen. Also, es ist verständlich. Wenn es plötzlich Milliarden hineinschneidet und nicht mehr 2-0 mehr, als wo er angefangen hat, das stimmt natürlich. Aber die Schuld ist oder nicht Schuld, dass die Frage ist natürlich trotzdem, wie hat sich das innerhalb in der obersten FIFA-Gremie ausgewirkt? Die Geldschwemme, die da gekommen ist. Er weiss, 39 Millionen für die Funktionäre vom Exco-Komitee. Man hat nachgerechnet, wie viel könnte Sepp Blatter kassieren. Er hat sich ja standhaft bisher geweigert, etwas zu sagen. Obwohl er gesagt hat, er hat uns veröffentlicht. Genau. Und Christian Constantin, sein Compatriot aus dem Wallis, hat gesagt, knapp 8 Millionen für den Sepp Blatter, knapp 5 Millionen für seinen bisherigen oder jetzt geschassten Mitstreiter, der Jérôme Walk. Ist das glaubwürdig? Es könnte mehr sein, würde ich sagen. Es könnte mehr sein, es könnte mehr sein. Weil wenn es weniger wäre, würde Sepp Blatter es längstens können sagen. Ich weiß nicht, warum er immer mit dem zurückhält. Offenbar hat er Angst vor einem öffentlichen Aufschrei. Ja, nein, also, ich denke, das Geld Blatter,
es ist mir schon versucht worden von der FIFA mehrmals, ja, zum Dokument zu spielen. Da spiele ich einfach nicht mit. Oder? Und ich weiß es von 2004 weiß es zum Beispiel. Wie viel hast du aber echt nicht gesehen? 4 Millionen. Sagen wir, das ist 4 Millionen? 4 Kisten, ja. 4 Kisten. Das die Zahl haben wir jetzt noch nie gegeben. Ja, also kann man jetzt annehmen. Dann haben Sie endlich, mal, haben Sie endlich mal einen Primär gesehen. Ja. Also, ja, danke vielmals. Dann 8 Kisten ist also absolut völlig glaubwürdig. Das im Jahr 2014. Die 5 Kisten vom Walch, das weiß ich nicht, das finde ich jetzt übertrieben. Was ist Salär, was ist Bonus? Und nachher leben die Herrschaft netto, netto, netto. Das Privatflugzeug. Sie haben alle Privilegien und darum gibt es die Abgehobenheit. Oder? Aber also, ist das gerechtfertigt, ja, wenn jemand Spitze ist von der FIFA, die ein Monopol hat im lukrativsten Sportverband der Welt, sage ich jetzt 4 oder 8 oder 10 Kisten im Jahr? An sich ist das ja ein Problem von der FIFA. Ja, aber dass nicht einmal die Leute in der FIFA wissen, nach der Nummer 2 oder 3 niemand mehr, das ist ein Riesenproblem. Also wo sind denn die Leute verbänd? Haben die den Hose, Entschuldigung, zum nicht verantwortlich sein? Und wo bleibt das Geld? Was hat das mit dem Geld gemacht? Jedes Geld, das rausgeht, geht halt nicht in den Sport hinein, ist nein, ja klar. Nein, klar. Aber was hat er mit dem Geld gemacht? Weiss man das? Der Sepp ist an sich kein Geldmensch. Und wie gesagt, wenn man FIFA-Präsident ist, muss man fast nichts ausgeben. Ja. Das hat er wahrscheinlich. Ist alles auf der Bank? Oder? Der Walliser Kantonalbank. Nein, Walliser Kantonalbank. Okay, jetzt hat er ja viel Zeit zum Reden und er redet sehr viel. Er hat jetzt bei der Financial Times ein längeres Gespräch gemacht, wo er gesagt hat, alles abgekartet, Spiel war, Vergabe 2018, 2022. Mhm. Wieder ein Gentleman Agreement. Mhm. Und zwar die grossen Supermächte, Russland und Amerika sollen es bekommen. Und dann ist irgendetwas schiefgelaufen, weil der Platini hat müssen auf den Sarkozy hören. Und er erzählt jetzt solche Sachen und macht die Sache natürlich eigentlich noch schlimmer. Warum? Ich weiß es auch nicht. Das Verrückte ist ja, nachdem sie jahrelang gesagt haben, gerade auch in der Welt durchgehen, es gibt keine Korruption in der FIFA, eben im Zähne, riesen Interview, X-Seiten. Und nachher, ja, keine systematische. Und am Schluss, jetzt muss er dagegen schlagen, jetzt will er ja wahrscheinlich Platini und andere noch mitreißen und muss das sagen und merkt nicht, dass er sich selbst inkriminiert. Das ist das Problem jetzt. Aber dass das ganze System, dass es gibt ein Gentleman Agreement, also sogenannt, im Vorfeld von dieser Wahl, alles abgekartet, das widerspricht ja allen Prinzipien. Ja. Nein. Nach allem, all dem, was gesagt haben. Also, das Exekutivkomitee ist ja ein paar Mal zusammengekommen und die reden halt miteinander. Und ich darf das einfach nicht erzählen, in dem jetzigen Zeitpunkt. Macht alles noch viel schlimmer. Ja, oder? Weil jetzt fährt er auch plaudern, aus dem Nähkästchen plaudern, völlig unnötig. Was soll das? Wem hilft das? Die Engländer sind verrückt, die Holländer sind verrückt, die Australier sind schon immer verrückt, seitdem sie verloren haben. Macht nur alle hässig und sagt, im Prinzip war die Auswahl eine Farce gewesen. Okay. Oder sollte er nicht sagen, und jetzt das Katar-Wesen ist eben in Verbindung mit Platini und Sarkozy gewesen. Ist das der Punkt gewesen, wo sich der Platter mit dem Platini zerstritten hat? Ist ja sein Liebling gewesen, oder? Sein potenzieller Nachfolger. Es sind immer wieder Liebling, ein Haufen Liebling. Ja, du bist auch mal einer gewesen. Zweimal. Ja, und dein Freund ist er ja wahrscheinlich hoffentlich immer noch. Also, der Weg vom Sepp. Ja. Hat einen Haufen Leichen am Strassen. Ja, sehr viel. Und die letzten sind jetzt die in Deutschland, die dran kommen. Ja. Und es ist doch frappant zu sehen, wie alle seine ehemaligen Freunde oder Förderer oder Vertrauten liegen geblieben sind. Mhm. Wir müssen nicht qualifizieren, ob es gute oder böse sind. Warner, Blazer, Bin Hammam, Platini, jetzt die Deutschen, am Schluss kommt der Beckenbauer noch dran. Und selber ist jetzt auch im Strudel. Es ist einfach verheerend. Aber will er denn die mit abziehen jetzt noch? Und vor allem verhindern, dass der Platini dann doch mal in seinem Büro sitzt? Das will er auf keinen Fall. Ja. Also, dass der Platini im Büro sitzt, das darf nicht passieren aus der Sicht von. Darf überhaupt jemand in seinem Büro sitzen? Ja, das hat, er hat schon seine Privilegien, die er in dieser Hinsicht ausspielen will. Also, ich glaube, er müsste, wenn er konsequent ist, müsste er den Jérôme Champagne unterstützen. Aber wer los jetzt noch auf den Präsidenten? Genau. Hat er Chance? Ich weiß nicht, das ist sicher kein schlechter Mann. Ja. Der Infantino von der UEFA ist sicher kein schlechter Mann. Also Infantino, das muss man noch sagen, das ist einer von diesen Kandidaten, bisher 7 offizielle Kandidaten. Er ist Generalsekretär von der UEFA, aber der Platini hat eben im Interview im Tagesanzeiger gesagt, es gibt ja einen Plan B. Wenn er es wird, dann einigen wir uns. Also ist er eigentlich nur einer, der vorgeschoben wird? Gar nicht echt, oder? Nein, die UEFA muss doch ihre Position markieren. Und ich persönlich finde es wichtig, dass jemand von der UEFA an der Spitze ist von der FIFA. Sei es jetzt Generalsekretär oder Präsident. Und es gibt ja jetzt die Variante, die eigentlich noch ziemlich realistisch aussieht. Das ist gestern in der Sonntagszeitung gekommen. Gianni Infantino Generalsekretär. Und zwar in einer machtbefugten Generalsekretär. Aber wer wählt den Generalsekretär? Das jetzt? Nein, nachher später. Der Präsident wählt den Generalsekretär. Ja, und also Präsident wählt dann der Araber, der sicher am meisten Stimmen kann auf sich also gut, das ist der Salam, oder nein. Salman. Und er kommt aus Bahrain, hat eine sehr illustre Karriere, hat sehr viel, was soll ich sagen, Kritik ist ausgeübt worden, weil er da, glaube ich, in der Unruhe in Bahrain nicht so eine tolle Rolle gespielt hat. Jetzt gibt es ja eben die Ethikkommission und die macht einen Integritätscheck.
die Leute müssen jetzt gecheckt werden. Man kann nicht sagen, hey, wie bisher, wir können nicht bestimmen, wer da kommt. Das sind die Kontinentalverbände. Jetzt werden sie gecheckt. Kommt ihr durch bei dem Integritätscheck? Ich kenne es wenig. Ich muss auch aufpassen. Jeder, der ein FIFA-Funktionär hat, muss Recht auf die Unschuldsvermutung. Ja. Ich hoffe, auch, die checken das gut ab. Ich fühle noch zwei, drei raus und dann schauen wir mal, wer noch dort steht. Ja. Und nachher wird es so interessant, wenn die 200 Neuen als ihren Präsidenten. Ja, was meinst du? Wenn man in Bahrain ist, ein Mikrostaat, noch kleiner als Katar, ja. Wenn man dort in der regierenden Familie ist, hat man eine minimale Verantwortung bei allem, was passiert. Ich hoffe, er kommt durch, weil ich würde es nicht gut finden, wenn man aufgrund von bürokratischen Entscheidungen Kandidaten aus dem Rennen nimmt. Na gut, das ist bürokratisch. Integrität, ja. Ich meine, dein Freund ist ja der Bin Hammam. Du bist ja, dank ihm nach Katar gekommen, hast ihn unterstützt. Die ganze... Er ist sicher nicht so überall, als er sagt. Wieso machst du das eigentlich? Wer sagt, er sei nicht so überall, als er sagt? Ja, weil er korrumpiert hat. Man weiss, das ist dokumentiert. Ja, es sind auch andere Sachen noch dokumentiert. Ich würde nur sagen, der Bin Hammam ist nicht einer, der genommen hat. Er hat allenfalls gegeben. Ja, und? Ist das weniger schlimm? Nein, ist nicht weniger schlimm. Aha. Aber der Bin Hammam ist von der Ethikkommission nach einem Deal mit dem Sepp Blatter, wo der Sepp Blatter nicht eingehalten hat, ist von der Ethikkommission suspendiert worden, ohne überhaupt dürfen nachzulassen zu werden. Also in einem Verfahren, das man heute eigentlich nicht mehr aber durchgehen dürfen. Aber jetzt wird ja der Bin Hammam wieder genannt. Erstaunlicherweise. Und zwar die einzige WM, wo man das Gefühl hat, dort ist es einigermaßen sauber zu und her gegangen, 2006 in Deutschland. Vor drei Wochen das, der Titel im Spiegel. Und dann haben sie gezeigt, wie da mit 6,7 Millionen, die von Robert Louis Dreyfus irgendwo geholt worden sind und dann weitergegeben und wieder zurückgezahlt. Das Ganze ist immer noch obskur. Und der bisherige Präsident Niersbach hat das vor einer Zeit Sommermärchen so war ein Sommermärchen und das bleibt ein Sommermärchen. Es ist nicht mit unlauteren Mitteln nach Deutschland gekommen. Genau, und das ist jetzt ein bisschen anders. Sepp Blatter hat dann Postwende gesagt, ich bin mit diesem Vorgang nicht vertraut. Hat ihn also gerade in den Wind gestellt, oder? Ja, das sind zwei Sachen. Also Märchen, ja, Märchen wird halt eigentlich erzählt, einmal erstens, oder? Zweitens, es ist ja wahnsinnig, jetzt wirklich ernsthaft. Es ist ja wahnsinnig, dass ich meine, es ist, man hat es auch nachher gesehen, eine Wahnsinns-WM gewesen, wo die Deutschen können zeigen konnten, wie es die Leute empfangen können, all die Vorurteile. Es ist wahnsinnig gewesen. Und wenn sie einen Anlass, einen Sportanlass, nur noch können, sauber kaufen. Ähnlich wie Olympische Spiele vielleicht auch. Das ist ein Grund, warum sie gesagt haben, nein, das darf nicht sein. Vor die Kaste von den Funktionären weg ist, können wir nicht normal weiterarbeiten. Und es ist schlimm, es geht noch weiter und es braucht es übrigens. Hoffentlich tut es den Rumpel, weil dann kann etwas entstehen. Könnte jetzt der Niersbach auch noch suspendiert werden von der Ethikkommission? Ja, er hat ja eigentlich keine Funktion mehr. Theoretisch könnte er schon suspendiert werden. Aber wenn er es rückt, ist aber eben, es gibt ja fast niemanden. Es gibt ja noch einen, aber den gibt es ja eigentlich auch nicht mehr offiziell. Der Beckenbauer ist schon mal ein bisschen suspendiert worden, weil er sagt, er kann nicht gut Englisch. Nach x Jahren ist er da in dieser Kommission gewesen, aber er hat offenbar da nicht verstanden, was dort geredet wurde. Und jetzt ist er wieder in dieser. Also es bleibt ja am Schluss kein Stein mehr. Darum sind ja alle ruhig. Also, du kannst ja nichts sagen, wenn du selber in Schwierigkeiten bist. Es sind alle ruhig und vor allem der Mann, der könnte aufklären, der von dir viel bescholtene Mohammed Bin Hammam, der redet seit Jahren nichts. Warum? Weil er nicht darf. Gehen wir mal davon aus. Weil er geschaut hat, dass Katar die WM bekommt, der geschmiert hat und der Emir will das nicht in Gefahr bringen. Der Emir will jetzt einfach, dass er Ruhe gibt und er macht er das, oder? Er hat ja auch noch eine wirtschaftliche Existenz, die er zu verteidigen in Katar ist ein Geschäftsmann, jetzt macht er halt nur noch das. Aber wenn er nie redet, wir wissen eigentlich nicht die Wahrheit, oder? Wenn er nicht er darf reden oder tut reden oder will reden. Aber jetzt kann ja der Niersbach könnte jetzt ja reden. Nein, der Niersbach hat ein Problem. Der Niersbach ist nicht mit dem Fedor Radmann und mit dem Franz Beckenbauer um die Welt gegangen. Ja. Der war damals Pressechef, nachher Generalsekretär. Ich kenne ihn seit 45 Jahren, hat es unterschrieben, das macht man nicht mehr. Aber er hat eine Haufen Sachen nicht gewusst. Ich glaube, er weiß jetzt noch Haufen Sachen. Und der Beckenbauer könnte er auspacken? Der könnte auspacken. Wird er? Glaube ich nicht. Ja. Also eine Person, die natürlich könnte und müsste auspacken, das ist der Jean-Marie Weber, der Chef, mein ehemaliger Chef von der ISL. Aber oder? Der ist ja... Aber dort ist nachweisen, dort müssen wir nicht mehr, dort ist alles nachweisen. Der hat immer gesagt, das erzähle ich nicht. Nein, er nimmt es mit ins Grab, ist ja schlimm. Ja, das ist wirklich schlimm. Der hat alles gewusst. Der wird keine unruhige... Wie geht es weiter mit dem Sepp Blatter? Ich glaube, er sieht sich ja eigentlich als Opfer, nicht als Täter, oder? Ist das richtig? Hat er schon immer sich als Opfer gesehen. Er sieht sich immer nur als Opfer, schon bei früheren Gelegenheiten. Er ist... Der zweite Präsident innerhalb von 40 Jahren. Sein Erbe ist nicht gut. Ja. Er hat einen unschönen Abgang. Ich glaube, nicht einmal seine Gegner oder seine Kritiker hätten ihm so einen schlechten Abgang gewünscht. Also wenn er gegangen wäre 2007, wäre alles picobello gewesen. 2011. Genau. Ist das Hybris? Ist das einfach eine Selbstüberschätzung? Ist das irgendwie... Sepp Blatter ist ein Machtmensch. Die FIFA war ein Teil von ihm und ist immer noch ein Teil von ihm. Der Teil ist jetzt weggefallen von ihm. Ich will nicht in seiner Haut stecken im Moment. Es ist ein tragischer Abgang. Und er muss schauen, dass er vielleicht, je nachdem, wer Präsident wird,
dass er wenigstens noch ein anständiges Büro kriegt in der FIFA. Und noch kann... das? Ja, das wird er sicher. Aber kommt er das rüber? Ja. Wieso nicht? Muss er nicht jetzt aufpassen, ja, um jetzt einfach zu sagen, was noch möglich ist? Dass er eventuell auch könnte strafrechtlich... Ja, ich meine, es kann 7 Jahre Gefängnis geben für ungetreue Geschäftsbesorgung. Ja, ja. Nicht, oder? Aber es ist klar nicht. Aber ich meine, oder? Das ist der Mass. Aber er könnte das Gerichtsverfahren haben. Die Frage ist, was die Ethikkommission entscheidet. Ja. Der Fall ist ja noch hängig. Jetzt es hat 2 Fälle, der von der vom Bundesanwalt Lauber, ja, und das hat von der Ethikkommission. Ja. Ich vermute, die Ethikkommission wird demnächst das Urteil sprechen und dann sperren, zusammen mit dem Platini. Also, dass er nicht mehr kann zurückkommen kann. Dann vor... sperren der Zeit auf alle Fälle. Aber glaubst du, dass er noch... das ist ja... Der Stölke hat gesagt, er wird dann den Kongress noch leiten am 26. Februar. Man muss schon schauen, man muss schauen, das kann man nicht ernst nehmen. Nicht der Stölke nicht ernst. Das ist ja nicht möglich. Wie viel Verantwortung hat der Sepp Blatter als Person an dem Desaster, das sich jetzt abspielt? Herr Gubber, du hast es gehört am Anfang. Ich meine, wenn Sie verantwortlich sind für so einen Laden, während praktisch 40 Jahre führende Funktion, dann können Sie nicht sagen, dann prägen Sie die Firma. Und da ist ein grosser Teil dabei. Das muss man feststellen. Ja. Ja. Ja, ich bin dieser Auffassung auch. Er hat FIFA aufgebracht, kommerziell. Hat er schon ein paar Mal gesagt, in ungeahnter Höhe geführt. Aber moralisch ist die FIFA kaputt. Mhm. Und das ist halt auch sein Erbe. Und das kracht zusammen, das grosse, wunderschöne, also nicht in Wirklichkeit, das Gebäude bleibt stehen, aber was drinnen ist, das kracht zusammen. Der Fußball wie weitergeht, Fußball ist grösser denn je. Die Zahlen sind immer höher. Es wird immer noch mehr zahlt. Die Zahlen, die Angestellten, sind jetzt einige gute Leute. Ja, klar. Die kenne ich noch. Das Problem sind wirklich Funktionäre. Gut, aber oben ist jetzt gar niemand mehr. Also ja, jetzt ist auch gleich. Jetzt ist also Remi Demi. Das ist unglaublich. Ja. Wenn man sich das also gut. Danke vielmals. Ja. Aber als Fußballfan ist man froh, dass am nächsten Wochenende wieder gespielt wird. Ja, der FC Zürich soll wieder mal gewinnen und dann sind wir doch wieder zufrieden. Das wäre schon mal ein guter Anfang. Gut. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Ja, ja. Morgen Abend übrigens der Medienclub. Wir kommen erst in 2 Wochen wieder an dieser Stelle in einer Woche ein Eco-Talk. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder dabei wären. Ihnen gute Nacht und ganz eine gute Woche.